Hallo, ich bin der Markus von Outdoor Physio. Ich bilde den Münchner Teil unseres Dreiergespanns. Ich kümmere mich heute um das Stabilisationstraining für die Ella, begleite sie auf ihrem Weg zum Großglockner Ultra Trail. Ja, und zeige ihr heute einige Übungen zum Stabilisationstraining. Wie oft sollte man Stabilisationstraining durchführen? In unseren Augen wären 2 bis 3 Mal pro Woche sinnvoll, vor allem weil man nicht viel Zeit dafür aufwenden muss. 10 bis 20 Minuten sind vollkommen ausreichend. In unserem Anwendungsbeispiel zeigen wir euch heute 5 Übungen. 3 zur Rumpfstabilität, 2 für die Beine. Die Übungen solltet ihr je 1 Minute durchführen, über 3 Durchgänge, wobei ihr selber entscheidet, wie lange kann ich die Belastung halten und wie lange muss ich Pause machen. So Ella, wir starten mit der ersten Übung für die Rumpfstabilisierung. Die Übung ist vor allem für die tiefen und oberflächlichen vorderen Rumpfstabilisatoren. Von der Bewegungsausführung achtest du darauf, dass dem Ganzen die Rumpfstabilisation zugrunde liegt. Du ziehst den Bauchnabel leicht ein, machst die Taille eng und spannst den Beckenboden an. Ganz wichtig ist, dass du trotzdem versuchst, dabei immer noch weiter zu atmen. Ja? Also immer merken, atmen und lächeln. Die Beine hebst du mal ab im 90-Grad-Winkel. Knie und Hüften sind 90 Grad gebeugt, die Füße sind angehoben. Knie sind leicht voneinander entfernt. Genau, hebst jetzt die Arme ab, die Handflächen zeigen zur Decke nach oben und du stellst dir jetzt mal vor, dich will hier jemand zur Seite ziehen. Bitte dabei den Oberkörper nicht verdrehen und das Gleiche machst du zur linken Seite. Steigerung von dem Ganzen wäre für dich jetzt noch, dass du ein Laufmuster mit einfließen lässt. Genau, und machst das Ganze natürlich gegengleich. Versuch dabei trotzdem den Körper tief zu lassen und klare Seitbewegungen zu machen. Ja, kein Problem, du machst es gut, das ist anstrengend. Optimal. Du darfst jetzt ruhig mal Pause machen und ich zeige dir die zweite Übung. Die Übung ist wieder für die vordere Kette gedacht, wobei jetzt wirklich die komplette vordere Muskulatur gestrengt wird. Du darfst jetzt in den Unterarmstütz gehen. Die Knie unterlagerst du dir bitte immer, einfach um dich zu schützen vor Sehnenüberlastungen oder dergleichen. Der Po darf ruhig, wie du es gerade machst, so ein bisschen nach oben zeigen. Und du fängst jetzt mal in der Position an, dein Becken zu kippen. Das heißt, du gehst in ein gedachtes Hohlkreuz und in den Rundrücken. Wir bauen jetzt gleich mal eine gedachte Steigerung ein. Dafür hebst du jetzt mal dein linkes Bein ab, hältst es hier schön hoch, schaust dabei, dass du das Becken natürlich nicht verdrehst. Genauso. Jetzt fängst du wieder an, das Becken zu kippen. Das Bein versuchst du dabei, möglichst wenig im Raum zu bewegen. Sehr gut. Und Pause. Leg wieder ab und komm nach oben. Wir kommen zur dritten Übung. Ella, wir kommen zur dritten Übung für deine Rumpfstabilisierung. Ich würde sagen, du legst dich einfach mal direkt auf den Rücken. Du stellst dir quasi vor, du hast einen Vierfüßlerstand, nur einmal umgekehrt. Schaust, dass die Beine auf einer Höhe hier sind, die Füße etwas hochgezogen und du baust wieder diese Rumpfstabilisierung auf. Jetzt darfst du den Kopf mal abheben und dich langsam und kontrolliert auf die rechte Seite legen, dabei Beine und Arme strecken, ohne sie auf den Boden abzulegen. Du rollst natürlich immer wieder zurück zur Rückenlage. Jetzt gehst du auf die linke Seite. Schau, dass die Hände vom Boden abgehoben werden, der Kopf schön lange bleibt und wieder zurück auf den Rücken. Super. Das war's zur Rumpfstabilisierung. Jetzt zeige ich dir noch ein paar Übungen zur Beinstabilisierung. Wir kommen zur vierten Übung, Ella. Gleichzeitig die erste Übung zur Beinstabilität. Ja? Du darfst dich jetzt mal dafür auf die Seite legen. Kopf darfst du ruhig, bequem auf dem Arm ablegen, so ein bisschen Couch-Feeling. Bei der Übung selber schaust du jetzt, dass die Fersen bitte aufeinander bleiben. Du hast das Band knapp oberhalb der Kniegelenke angelegt, das hast du schon gut gemacht. Und du schaust jetzt, dass du einmal die Knie so weit wie möglich voneinander wegbewegst, ohne dabei aber mit dem Becken auszuweichen. Genau, das machst du sehr gut. Genau, sehr gut, darfst mal wieder rausgehen. Das Ganze machst du natürlich im Seitenwechsel. Ist ja klar. So, Ella, wir sind bei der Übung Nummer 5 angelangt. Du hast einen ungefähr schulterbreiten Stand.
schaust, dass das Band hier leicht überhalb von den Kniegelenken ist und gehst jetzt mal in die Kniebeugenposition. Bitte die Arme dabei hinter den Rücken bringen und du versuchst jetzt mal das Ganze mit leichten Bewegen zu kombinieren. Das heißt, ich will, dass du ein paar Schritte weiter nach vorne gehst, ohne dabei die Beinachse zu verlieren. Ich will unbedingt, dass du die Knie schön stabilisierst, dass ich kein X-Bein sehe. Du machst Schritte nach vorne und hinten und jetzt auch bitte mal zur Seite. Okay, darfst wieder aufstehen. Wir haben es geschafft. Fleißig die Stabi-Übungen machen. Dann kann dem Großglockner Ultra Trail nichts mehr im Wege stehen. Super. So, das war unser Stabilisationsvideo. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und würden uns freuen, wenn wir uns beim einen oder anderen Event in Zukunft sehen.